Fränkel Fotzelt. Heute, Let's Play Polizei 2013, die Simulation. Na, das klang doch schon mal dramatisch und sah auch so aus, oder? Tag ihr Nasenbären, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play mit mir. Ich möchte jetzt mit euch zusammenspielen Polizei 2013, die Simulation. Ein ganz neu erschienener Simulator. Und fangen wir doch mal an, oder? Profilauswahl, da meinen die wahrscheinlich nicht die Reifen, oder? Nein, sie meinen das Spielerprofil, ich bin so schlau. So, schreiben wir erstmal hier rein. Harald, das kann ich mir nämlich einigermaßen merken. So, Mann oder Frau, am liebsten ein Mann. Oder kann ich beide spielen, oder wie? Ich mache erstmal hier den Mann. Damit kann ich mich besser identifizieren. Harald Fränkel. So, und die Frau kann ich dir auch umbenennen. Sarah Müller ist ein bisschen langweilig. Die nenne ich so wie meine beste Freundin. Grüße an dieser Stelle. Da fühle ich mich heimisch, wenn ich meine beste Freundin an meiner Seite habe. Und jetzt können wir neue Karriere starten. So, Einsatzbefehl wird übermittelt. Ich wollte als Kind auch mal Polizist werden, ja. Aber nur ungefähr, glaube ich, 5 Minuten lang, dann habe ich das wieder verworfen. Aber da bin ich jetzt mal gespannt hier, was das Spiel hier zu bieten hat. Das dauert mit dem Laden ein bisschen lang. Ich spiele das am PC übrigens, also nicht an einem Commodore 64 mit Datasette, nicht, dass ihr das denkt. Ja, gibt's glaube ich auch nur für den PC, das Spiel. So, willkommen im Polizeidienst. Vor dem regulären Einsatz sollten Sie sich mit der Steuerung vertraut machen. Klicken Sie auf Weiter, um mit der Einweisung fortzufahren. Mit der Einweisung in die Psychiatrie oder was? Nee, Einweisung. Ah ja, zu Beginn jeder Streifenschicht erhalten Sie einen Tagesbefehl. Dabei handelt es sich um eine Aufgabe, die Sie im Laufe der Schicht erledigen sollen. Gleichzeitig wird Ihnen ein Einsatzgebiet in der Stadt zugewiesen. Zu Beginn Ihrer Karriere ist das nur ein einzelner Stadtbezirk. Später werden Sie für mehrere Bezirke gleichzeitig zuständig sein. Klicken Sie jetzt auf Weiter und klicken Sie zum Dienstantritt auf Schichtstart. Ja, ich spiele das ja wie immer blind, ohne das Handbuch vorher gesehen zu haben, ohne das Spiel vorher gesehen zu haben. Deswegen käme mir ein Tutorial ganz recht und da haben wir es ja schon. Sie beginnen jede Schicht in der Polizeistation. In der Station gibt es neben Ihrem Büro noch ein forensisches Labor, in dem Sie in bestimmten Situationen Beweisfundstücke analysieren können. Es folgt eine kurze Einweisung in die Bewegungssteuerung Ihres Polizeiteams. Team, alles klar. Ich spiele tatsächlich beide. Komm, weiter. Verlassen Sie das Büro. Taste W für Vorwärtsbewegung. Also WASD, das ist die normale Standardsteuerung. Ich kann mich aber nicht umgucken mit der Maus, weil ich da diesen Mauscursor habe. Das ist ein bisschen komisch. Wie soll das funktionieren jetzt dann? Ah, alles klar. Die rechte Maustaste gedrückt halten und dann kann ich... Dann kann ich mich umsehen. Oder auch mit Q und E. Ja, stimmt. Okay, also rechte Maustaste. Ja, ist gut. Umschalttaste ist Rennen. Versuchen Sie es. Laufen Sie zum Ausgang der Polizeistation. Das mache ich jetzt nicht. Ich möchte jetzt erstmal das umgucken. Ausprobieren. Jawohl, geht. Alles klar. Es ist nur ein bisschen ungewohnt. Man muss dauernd die rechte Maustaste drücken. Rosa, du befummelst mich ständig an meinem Arsch, oder was machst du da? Das sieht sowieso, wie die da so drüber rutschen, das sieht so ein bisschen komisch aus. Moment mal. Das sieht ein bisschen aus wie der Moonwalk. Moment, der Moonwalk von Michael Jackson. Ja, und die Frau macht sogar mit. Das ist Synchron-Moonwalk von Michael Jackson. Das ist... Thriller! Ja, gut, Fränkel, wir konzentrieren uns jetzt mal besser auf das Spiel. Okay, Umschalttaste, rennen. Ja, auch das funktioniert. Hervorragend. Wo geht's hier hin? Das Labor. Hier sieht's aus wie bei Dexter. Da gucke ich gerade die 5. Staffel von Dexter. Tolle Serie, kann ich sehr empfehlen. Und ja, jetzt soll ich hier rausrennen oder was? Na gut, dann gehen wir halt mal raus. Was ist das hier? Die Empfangsdame. Was haben wir hier noch? Kann ich da raus? Nein, kann ich nicht. Kann ich mich bitte umdrehen? Jetzt fällt mir noch was anderes ein. Oder besser gesagt auf. Guck mal da, die Kollegin. Die hat aber keine großen Brüste. Die hat eigentlich quasi fast gar keine Erbsen auf ein Brett genagelt. Aber es ist wahrscheinlich im Polizeidienst besser, wenn man keine so großen, braun gebrannten, prallen Brüste hat. Dann kann man sich besser bewegen, glaube ich. Das hat schon seinen Sinn. So scheint sie ja ganz hübsch zu sein, immerhin, ne? Okay, also, raus hier. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Ausgangstür, um sie zu öffnen. Das ist ein bisschen wie bei einem Adventure. Ich hasse Adventures.
verlassen Sie nun das Polizeigebäude. Okay, aber ansonsten sieht es eigentlich grafisch ganz gut aus. Ich bin überrascht, positiver Art. Fußgänger! Da drüben sind Fußgänger! Oh, Moment. Änderung Ihrer Blickrichtung. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt. Ziehen Sie die Maus nach links, rechts, oben, unten, um die Kamera zu schwenken. Drehen Sie das Mausrad, um die Kamera vom Boden weg oder näher zum Boden hinzufahren. Glücken Sie. Klicken Sie mit dem Mausrad, um die Kamera hinter Ihren Spielfiguren zu positionieren. Versuchen Sie es, während Sie Ihr Team zum Fuhrpark der Polizeistation bewegen. Okay, also das haben wir ja schon ausprobiert. Ich kann ja auch rumschwenken, ja? Und dann kann ich mit dem Mausrad, kann ich zoomen hier. Und wenn ich das Mausrad klicke, was passiert dann? Aha, dann fährt die Kamera wieder hinter die Figur. Ja, apropos Hintern. Ist ein gebärfreudiges Becken, aber geht noch gut durch. Okay, und dann kann ich... Aber die Höhe wird nicht eingestellt, wenn es dann automatisch die Kamera wieder einstellt, stimmt's? Wenn ich jetzt zum Beispiel so mache... Wenn ich jetzt hier die Perspektive wechsle und dann das Mausrad drücke. Ne, die Höhe muss ich dann wieder per Hand justieren. Das ist aber nicht so doll. Na, da kann man die Kollegin ein bisschen befummeln hier, oder? Moment. Yes, Baby! Geilomat! Okay. Ich soll nicht so viel rumblödeln. Die Simulator-Fans, die Hardcore-Simulator-Fans, die schimpfen mich dann immer, weil ich das nicht mit dem nötigen Ernst betreibe. Ich meine, wo kommen wir denn dahin? Dass ich beim Spiel Spaß habe, das darf doch nicht sein. Ah, hallo junge Frau. Also da muss ich den Grafiker des Spiels oder auch die Grafiker des Spiels grüßen. Das habt ihr gut hingekriegt. Also hier, guck mal, die Brüste. Sehr schön, also die Brüste sind sehr schön. Kann ich die nicht tauschen? Ich hätte lieber die als Kollegin. Und auch hier, das ist auch ganz ordentlich, sehr schön. Auch das finde ich super, habt ihr toll gemacht. So, ich soll zum Fuhrpark. Wo ist der Fuhrpark? Vielleicht zeigen mir die völlig unauffälligen kleinen blauen Pfeile, wo ich hin muss. Sonnenschein. Ja, also optisch besser als ich dachte. Man ist bei Simulatoren, habe ich ja immer ein bisschen Angst so. So, also nähern Sie sich nun dem Polizeifahrzeug und steigen Sie in eines davon ein. Klicken Sie dazu einfach mit der rechten Maustaste auf ein Fahrzeug, sobald der Mauszeiger, mit dem Sie auf das Fahrzeug deuten, farbig wird. Gut, das machen wir dann auch gleich, aber Moment mal, ist das ja nicht mein Auto? Das ist doch viel schöner. Ein Benz. Nein, ist aber leider nicht meiner. Ich schätze mal, es ist eins von denen hier und ich kann sogar wählen. Das ist gut. Wir haben einen VW. Das ist der hier wahrscheinlich, schätze ich mal. Sieht aus wie ein VW. Das hier ist ein Van. Mercedes wahrscheinlich, keine Ahnung. Das hier ist ein BMW, eindeutig. Den nehmen wir. BMW ist doch schön. Eingestiegen und wohlgefühlt. Boah, ey. Vier Endrohre. Jetzt, Moment. Vorwärtsfahren. Okay, das ist ganz normal, die normale Steuerung. Vier Endrohre, das ist ja der Brüller. Was ist das denn bitte? Ein M3? Oder ein BMW M5? Gibt es das bei der Polizei? Also falls ein Polizist zuschaut, bitte in die Kommentare schreiben. Ich kann es mir kaum vorstellen. BMW M3 oder M5, ob es das wirklich im Polizeidienst gibt. Das wäre ein bisschen teuer. Aber gut, dann fahren wir jetzt mal ein bisschen rum hier. Das ist der Brüller. Das ist der Brüller. Also ihr wisst jetzt nicht, von was ich spreche, aber ich werde es euch gleich mal zeigen. Der blinkt automatisch. Wenn ich hier jetzt um die Kurve rumfahre, Achtung, geht automatisch der Blinker an. Warum gibt es das nicht im wahren Leben? Das wäre doch echt praktisch. Dann könnte man sich das sparen hier immer. Und wahrscheinlich haben die Entwickler mein Let's Play Euro Truck Simulator 2 gesehen und da blinke ich ja nie. Dann machen die das auf automatisch. Super. So, also, beachten Sie die Symbole am unteren Bildschirmrand. Per Mausklick können Sie damit die Sirene des Fahrzeugs und das Blaulicht an- und wieder ausschalten. Wenn Sie das Symbol Lautsprecher anklicken, fordern Sie damit den Fahrer vor Ihnen auf, anzuhalten und auszusteigen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Fahrzeug, um Ihr Team wieder aussteigen zu lassen. Das machen wir jetzt nicht, jetzt fahren wir erstmal ein bisschen rum. Moment, probieren wir das mal aus. Der Brüller, oder? Was macht denn ihr? Was macht ihr denn da? Hallo? Das sieht ein bisschen komisch aus, was ihr da macht. Das sieht aus, als ob das eine Stadt wäre, wo nur Frauen Auto fahren. Geht's noch? Bin ich hier bei der Frauen-Einpark-WM oder was? Ach, das soll ein rechts ranfahren sein und damit sind sie leicht überfordert. Ist ja geil. Ich schmeiß mich weg. Ja, hier live von der Frauen-Einpark-WM 2012. Harald Frenkel berichtet. So, jetzt mal weiter gucken, was soll ich machen? Aussteigen soll ich? Nee, jetzt will ich noch was anderes ausprobieren. Das ist ja zu geil. Achtung! Achtung, hier spricht die Polizei. Bitte halten Sie umgehend an. Alles klar, aussteigen alle, ihr blöden Penner. Machen die aber natürlich nicht, warum auch immer. Okay, das erinnert mich alles ein bisschen auch an ja, GTA Wolfenbüttel oder vielleicht GTA Baunatal Knallhütte.
Nur, dass ich diesmal der Gesetzeshüter bin bei dem Spiel. Alles klar. So, also jetzt wieder aussteigen, oder? Kann ich das wieder ausschalten? Das nervt ein bisschen, ne? So, dann steigen wir wieder aus. Ihr Team bekommt jetzt einen Notruf. Sie sollen einen Brandstifter finden. Achten Sie auf das Notrufefenster am oberen Bildschirmrand. Klicken Sie dort den Notruftext an, um die ungefähre Position der gesuchten Person auf der Karte des Einsatzgebietes rechts oben anzeigen zu lassen. Da! Na, das klingt ja schon mal gut. Mit der linken Maustaste hier draufklicken. Der rote Pfeil auf der Karte des Einsatzgebietes, das ist der hier wahrscheinlich, deutet in Richtung des gesuchten Brandstifters. Laufen oder fahren Sie in die angezeigte Richtung? Na, laufen tue ich bestimmt nicht. Ich bin eine faule Sau. Früher, als ich noch geraucht habe, bin ich zum Zigarettenautomaten immer mit dem Auto gefahren und der war nur 20 Meter um die Ecke. So. Ich rauche aber nicht mehr. Nein, nein, ich habe aufgehört. So, jetzt fahren wir mal Richtung roter Pfeil. Ah, Moment, da ist auch ein blauer Pfeil. Ist das der Pfeil, der auch die Richtung anzeigt oder was? Moment, mal gucken. Ja, tatsächlich. Scheint wirklich der richtige Pfeil zu sein, der zeigt, wo ich hin muss. Okay, das ist ja schon mal gut für die ganz Blöden. Also für mich zum Beispiel, weil ich ja so ein Orientierungslegastheniker bin. Moment mal, was war denn da? War da ein Eingang? Eine Tür? Cool. Kann ich da einfach rein, oder was? Nö. Warum nicht? Naja, vielleicht kann ich jetzt nur im Tutorial nicht. So, wir steigen wieder ein. Was ist denn das hier alles, ey? Ah, jetzt ist es wieder weg. Naja gut, komm, jetzt machen wir weiter. Wir müssen einen Brandstifter finden. Wo bist du, Brandstifter? Bitte melden. Ihr Team befindet sich jetzt in der Nähe der gesuchten Person. Das wird auf der Karte des Einsatzgebietes durch einen roten Rahmen angezeigt. Ausnahmsweise haben wir die Zielperson mit einem Pfeil über den Kopf für Sie markiert. Suchen Sie weiter und nähern Sie sich der Zielperson. Mein blauer Pfeil ist weg. Und der rote Pfeil ist auch weg. Und wo ist dann ein roter Rahmen? Ah, da ist wieder der rote Pfeil zum Glück. Da kann man zoomen. Okay. Also ich bin immer noch in der richtigen Richtung unterwegs, aber der blaue Pfeil ist weg. Warum ist der weg? Das ist doch doof. Muss ich jetzt hier links oder rechts? Ich muss hier nach links, ne? Warum ist der rote Pfeil schon wieder weg? So finde ich doch nichts. Wie soll ich den Typen finden? Sie befinden sich nun ganz in der Nähe der gesuchten Person. Steigen Sie aus dem Fahrzeug aus. Ja, aber warum ist denn dann... Warum ist denn jetzt da dieser Pfeil weg? Scheißdreck. Steigen Sie aus. Mit den speziellen Ausrüstungsgegenständen jedes der beiden Teammitglieder können Sie unterschiedliche Aktionen ausführen, da Sie immer nur einen Polizisten steuern und der andere automatisch folgt. Wechseln Sie zwischen den beiden Polizisten hin und her. Drücken Sie dazu die Tab-Taste auf Ihrer Tastatur oder klicken Sie mit der linken Maustaste auf das kleinere Charakterporträt links auf dem Bildschirm unten. Wo ist da ein Charakterporträt? Da ist keins. Ah, da ist doch eins. Ich kann wechseln. Nutzen Sie Ausrüstungsgegenstände und Aktionen, die am unteren Bildschirm angezeigt werden. Ja, verschiedene Möglichkeiten, bla bla. Befragen Sie die gesuchte Person. Bewegen Sie Ihre Polizisten zu der Zielperson und klicken Sie dann mit der linken Maustaste auf das Symbol Personen befragen. Das ist ganz toll, aber wo ist der? Ich habe den noch gar nicht gefunden. Da ist ja auch kein Pfeil, das ist doch scheiße. Ich will jetzt erstmal wieder zu meinem Herrn Frenkel zurück. Ah! Sollte dieser unaufdringliche blaue Pfeil über dem Sackgesicht mich darauf hinweisen, dass der Brandstifter das hier ist, klicken Sie das Symbol Person befragen an. Was kann ich denn überhaupt alles machen? Kann ich auch DMS, Pistole, Handschellen, Funksprechgerät, Person befragen, Alkoholkontrolle, PDA, Polizeikelle, Tatort untersuchen, Radarfalle, Hilfe. Habe ich gar keinen Schlagstock? Das schaut aus wie ein Schlagstock hier. Pfefferspray? EMS? Was ist denn ein EMS? Ist das ein Schlagstock? Heißt das, das ist Zusammenschlagen? Ich suche ja schon die ganze Zeit die Taste Zusammenschlagen, weil ich bin ja Polizist, da muss ich ja irgendwelche Passanten und Demonstranten zusammenschlagen können. Das wäre ja sonst nicht realistisch. Könnte nicht besser sein. Was? Ich habe bald Urlaub. Da freue ich mich schon drauf. Wird ja auch langsam mal wieder Zeit. Sag mal, hat dich jemand nach deiner Meinung gefragt? Aber die Stimme ist ganz sexy. Ich sage immer, die Stimme ist beischlafwürdig. So, erotisch. Gut, dann gehen wir jetzt mal zu dem Typen hin. Und befragen den mal. Hallo, du Arsch. Wie sieht's aus? Was muss ich jetzt genau machen? Ich muss ihn jetzt befragen. Zeigt nun ein Personenbefragen-Symbol. Nähern Sie sich der Person, bis der Mauszeiger farbig wird und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zielperson, um sie zu befragen. Ja, hiermit, ne? Genau. Alles klar, befragen wir die mal. Die Person gibt ihren Namen an. Michael Wendel. Oh, da habe ich nochmal Glück gehabt. Stell dich vor, das wäre Michael Wendler. Oh je, wenn der angefangen hätte zu singen, dann wäre ich sofort gestorben. Das ist die ganz gefährliche Waffe von Herrn Wendler. Ansonsten reagiert sie sehr zurückhaltend. Sie nehmen einen leichten Kerosingeruch wahr. Das ist ja richtig spannend. Wenn Sie sich nicht sicher sind, dass eine Befragung zu einem eindeutigen Ergebnis führt, dann sollten Sie die Person mit Ihrem PDA überprüfen.
Linke Maustaste, Symbol PDA und dann mit der rechten auf die Zielperson. Alles klar. Ja, wir sind am Ende dieser ersten Folge. Ich weiß nicht, falls es euch gefallen hat, wäre es super, wenn ihr mir ein Like da lasst. Schreibt mir auch in die Kommentare rein, ob es euch gefallen hat und ob ihr mehr sehen wollt von dieser lustigen Simulation Polizei 2013. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode, hoffe ich. Ciao, ciao!